175 Jahre Eisenbahnjubiläum in Wolfenbüttel. Hier geht die Post ab. Hui! Ihr müsst jetzt auch Hui sagen. Hui! 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 Hui, 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 hui! Hui, ja, 175 Jahre Bahn. Warten Sie auf die historische Dampflok? Ja. Und wann soll die kommen? 13.55 Uhr. Um 13.55 Uhr, da haben wir ja noch ein bisschen. Und Sie haben eine der begehrten Fahrkarten ergattert? Nein, wollen wir auch nicht. Sie steigen einfach ein und gucken? Nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Warten Sie auf die historische Dampflok? Ja. Und Sie haben auch eine Fahrkarte ergattert? Nein, aber ich fahre mit einem... Dienstlich, warum denn dienstlich? Ja, da hat die Uniform an. Ah, natürlich. Oh, hier Deutsche Reichseisenbahn. Respekt. Was für eine Funktion bekleiden Sie beim Blasorchester? Das Tenorsaxophon. Das Tenorsaxophon. Wann spielen Sie denn? Gleich. Und was sagen Sie zu 175 Jahre Deutsche Staatseisenbahn? Hervorragend. Wir sind ja selber im einen Verein. VBV. Nein. Ja. Und was macht man da so? Ja, arbeiten, wie gesagt, wie immer. Und alles auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, wie gesagt. Und Sie fahren heute auch mit der Dampflok? Und ich fahre auch heute mit der Dampflok. Sie soll ja gleich kommen. Um 13 Uhr. Und gestern waren wir in Wismar. In Wismar? Ja, ja. Von Wismar nach Wolfenbüttel? Nein, von hier, von Braunschweig aus. Ach so, nicht mit der Dampflok? Nein, mit der Dampflok, mit der Diesellokomotive, mit dem V100. Sehr schön. Ich sehe schon, Sie sind total ein Profi, den wir hier erwischt haben. Dann stelle ich Ihnen jetzt irgendeine Testfrage. Was ist das für eine Dampflok, die hier drauf ist? Das ist die Adler, ne, bestimmt, nicht? Ja. Eine Adler? Mhm. Wann wurde die gebaut? Oh, 1883 war das. Von Nürnberg nach Fürth. Aha. Die fahren, nicht? Damals. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, aber es war schon in der Zeit, wie gesagt, um 1800 rum. Okay, kennen Sie denn noch Bimmellutchen? Bimmellutchen kenne ich leider nicht. Bimmellutchen soll eine Eisenbahn gewesen sein, die hier in der Region gefahren ist und die ist so langsam gefahren, dass man während der Fahrt Gänseblümchen pflücken konnte. Ja, das konnte ich früher auch schon mal. Würden Sie mich anmalen? Ja. Sehr schön. Soll es was Bestimmtes sein oder kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen? Es sollte schon was mit dem Bahnhofsfest zu tun haben. Oh. Also vielleicht einen kleinen Wasserkessel ins Gesicht oder eine Huschhuschbahn. Irgendwas Schönes. Ja, vielleicht so eine kleine Eisenbahn aufs Bäckchen. So eine kleine Eisenbahn. Ja, die kriegen Sie auf Ihre Verantwortung. Gerne. Ja, huch, da ist sie, die superdeutsche Eisenbahn. Sie ist da und ich habe gerade beim Schminken eine kleine Eisenbahn geschminkt bekommen. Mit sogar ein bisschen Qualm drüber. Das ist so schön. Und jetzt gucken wir uns mal die echte an, die hier so am Rumqualm ist. Und das sieht ja so schön aus. Wann geht die Fahrt denn weiter? 14 Uhr. Um 14 Uhr. Jetzt haben wir es 10 vor. Dürfen wir einmal schnell durch den Wagen huschen? Ja. Danke. Dürfen wir das? Oh. Das ist aber sehr schön. Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Wir sind der Tanzsportverein Wendissen. Oh, das sieht aber sehr edel aus. Halli, hallochen. Wie finden Sie meine Dampflok? Unglaublich. Ist die schön? Ich habe mich auch verkleidet. Richtig nostalgisch. Ja, schön. Dampflok. So, jetzt gucken wir mal rein. Sie haben alle eine Fahrkarte für den Zug? Sie haben eine Fahrkarte? Natürlich. Und Sie dürfen auch die ganze Tour mitfahren? Aber natürlich. Und das geht von wo bis wo? Naja, von Braunschweig bis nach Fienburg und zurück. Unglaublich. Wir dürfen nicht mitfahren. Wir werden jetzt wieder rausgeschmissen und ja, gute Fahrt. Gute Fahrt. Viel Spaß. Ist die Bahn denn schon ausgebucht? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Jetzt, ich bin hier nur der Türposten hier und ich stehe hier und achte auf die Türen hier. Wie weit jetzt, dass die ausgebucht ist, da bin ich überfragt immer. Okay, dann fragen wir mal weiter. Am besten mal die Herren fragen, die blauen Mützen aufhaben, die Uniform anhaben. Das sind die Zugleiter eben halt. Wir müssen ja bei den alten Wagen Türposten stellen, damit keiner unterwegs unberechtigt die Tür aufmacht. Ne? Als Sicherheitsgründe. Ne? Dafür stehen die Vereinsmitglieder, die hier stehen und bewachen die Türen praktisch immer. Zu welchem Verein gehören Sie? Ja, zur Dampflokgemeinschaft 41096 Warnetalbahn. Ja, sehr schön. Dann viel Spaß noch. Ja. Das ist ein richtiges Happening heute. Ja, wie spannend ist es für Sie, mit der alten Bahn zu fahren? Aufregend, sehr aufregend. Schweiß unter den Achseln. Sie sitzen da so innig. Ist das so schön, mit einer alten Bahn zu fahren? Ja, das ist sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Sie genießen das ja richtig. Sie strahlen total. Ja, das ist auch sehr wunderbar. Interessant. Wo sind Sie eingestiegen? In Braunschweig und fahren jetzt auch wieder bis Braunschweig zurück. Das heißt, der hat einen großen Bogen jetzt gemacht oder wie war die Fahrt?
Wir sind bis nach Wienburg mitgefahren und fahren jetzt auch wieder bis Braunschweig dann von Wienburg aus zurück. Und was gibt's an solchem Tag dann noch Schöneres nach der Bahn? Ein Jägermeister. Da fährt sie dahin, die Bahn. Und guck dir bitte den Bahnsteig an, wie rumpelvoll der ist. Ist das nicht schön? Im Wolfenbüttel geht sowas was von ab. Ich habe gerade mal einen erzählt, da habe ich früher, als ich früher noch bei der Deutschen Bundesbus war und gelernt habe, haben wir jeden Tag hier gefahren, 5-6 Mal. Ne? Da gab es keine Autos, da wurde alles mit der Bahn weggefahren. Ne? Ja. Und da bin ich mal als Lehrling manchmal bis Rüni hinterhergelaufen und noch ein Paket reingeschmissen und noch eins. Ja. Hinterhergelaufen? Ja, selbstverständlich. 3 Minuten Fahrzeit kann man noch im Bahnhofsverkehr, als es die gab, noch keine 500 Pakete reinschmeißen. Also als Lehrling bis dahin in noch ein Paket rein und dann haben irgendwie die Kollegen, irgendwann haben die Tür zugemacht und haben gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie dabei. Aber ich sehe schon, Sie haben ja hier total Hightech, Fotoapparat, Videokamera. Sie sind doch bestimmt einer, der das alles sammelt und dokumentiert und daran Freude hat, oder? Ja, aber ich mache es vorwiegend für Familie auch. Die Wolfenbüttler sind jetzt nicht besonders dreckig oder hinterlassen ganz schlimme Toiletten. Nein, nur wenn viel getrunken wird, dann passiert das mal. Also wenn die schön einen im Kasten haben, dann wird auch mal daneben gepullert. Ja, klar. Aber sonst ist alles okay. Schön. Sie haben auch so ein offizielles Schild, das finde ich total gut. Ja. Toilettenbetreuung. Wie ist denn Ihr Name? Paschke Brigitte. Ja, aus Löwen kommt die Musik. Sie ist der Schlüssel zum Glück. Aus Böhmen kommt die Musik, das wusste ich bis jetzt nicht. Ja. So ein Spiegel dabei ist doch gleich ganz praktisch. Du schlägst jetzt. Ach, herrje. Aber erst bezahlen. Ja. Ja! Wie heißt du denn? Vivien! Vivien! Los! Hier mal ein bisschen anfeuern! Vivien! Vivien! Mal alle mit! Vivien! Los! Jawohl! Na nochmal! Hol aus, Vivien! Los, schwing den Hammer! Halla Kavala! Hey! Das ist euer erster Preis, oder? Ja, nur leider ist es schon ausverkauft. Es gibt keine ersten Preise mehr. Da gibt's doch jetzt zweimal den zweiten und dreimal den dritten, oder? Nur zweimal den zweiten. Na, zweimal den zweiten. Vivien, zweimal der zweite Preis. Ein Kartenspiel. Oh, wie toll! Da rastest du aus vor Freude, oder? Ja! Ist das schön. Wolfenbüttel rockt so dermaßen. So. Auf los geht's los. Oh, dankeschön. Das geht ja hier ganz schön. So, da bist du jetzt ein bisschen neidisch, ne? Wie schnell ich hier auf meinem Karussell fahre. So, da können Sie mal schön neidisch gucken. Das ist ja super. Vivien, fahr doch mal mit. Das ist so schön hier. Darf Vivien noch aufsteigen während der Fahrt? So, Vivien, weil sie hat den ersten Preis nicht bekommen. Den gab es nicht mehr. Vivien darf jetzt mitfahren. Vivien, freust du dich? Ja, super. Oh, Vivien freut sich so. Das ist so schön. Die Stute bricht, oder was? Was sind hier? Oh Gott, der Schwanz, wie sieht das denn aus? Habe ich auch so ein Stümmelchen hier? Frau Bischoff, Sie sind Mitinitiatorin und Organisatorin für das Wolfenbüttler Bahnhofsfest. Wie läuft's bis dato? Wahnsinnig gut. Allen Unkenrufen zum Trotz. Es ist ja unglaublich voll und wir haben festgestellt, allein wenn der Opa ist wieder da, ja Gott sei Dank. Und gleich ist sie wieder froh, das Kind. Wir haben festgestellt, wenn die Bahn ankommt, wie die Leute strahlen und lächeln und sich wirklich wie Bolle freuen, weil so eine alte Lokomotive hier ankommt und alle sind total gut drauf und haben ein Grinsen im Gesicht. Ja, ich habe auch schon mehrere Leute gehabt, die gesagt haben, das ist wie früher, ich habe mich wie ein Kind gefühlt, ist total irre und ich glaube, wir haben jetzt mal bewiesen, Bahnhofsplatz funktioniert, hat ja auch keiner geglaubt. 175 Jahre Bahnhofsfest in Wolfenbüttel, gelungen, großartig und total genial und ich glaube, ich habe mich ein bisschen in Vivien verliebt. Viel Spaß noch!